So Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay-Video. Diesmal habe ich mir den Frederik dabei geholt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute Decktext gemacht, ich habe heute Gameplay produziert und jetzt darf ich auch noch naseweiß was kommentieren. Ist das nicht schön? Ja, oder? Ist das schön? Ja. Ein Highlight für jeden meiner Zuschauer? Nicht? Doch, definitiv. Endlich mal kompetentes Personal am Mikrofon. Ja, das stimmt, das stimmt, stimmt. Wir haben heute Burn gegen Five Color Jackpile. Ja, aufgenommen in der Corona-Zeit. Ja. Heißt nicht, dass ihr euch haufenweise Leute treffen sollt. Genau, Abstand halten gilt Abstand, hier. Ja. Insbesondere von Burn. Ja. Abstand auch nichts. Ja, beliebtes Einsteigerdeck ins Legacy, kostet nicht viel Geld. Nee, also tatsächlich. Habe ich mir auch 3 Stück mittlerweile in meinem Leben zugelegt. Alle 3 wieder verkauft und Einsteiger. Weil es einfach ein gutes Deck ist für Einsteiger. Ja, eins davon gibt es noch. Ja. 2 rechts davon. Von mir in der Kiste. Rechts von dir in der Kiste, nice. Genau, da Swift Spear für 1. Das Five-Color Checkpile hier natürlich mit 2 Basics im gesamten Deck. Und, oder nee, 3 Basics im gesamten Deck. Und ich glaube, ich habe auch noch die Insel auf der Hand gerade gesehen. Dementsprechend. Und Fort. Ja. Inquisition findet. Ist das ein Bolt? Es ist ein Bolt, Fireblast, ein Lava Spike und discarded wurde Exquisite Firecraft. Ja, genau. Das war, wenn du 2 oder mehr Instant hast. Exakt. Die wären nächste Runde live gewesen. Ja. Auch hier der Vorteil natürlich, dass man Inquisition statt Thoughtseize spielt für das Checkpile. Allerdings bei der Hand ist es, glaube ich, fast schon egal, was der Gegner da sieht. Ja. Das tut ziemlich weh. So. Da sind dann die +1/+1 Marken, die keine Marken sind. Die Provest Trigger, ja. Ja. Ja, und da geht dann los die wilde Fahrt. Das Leben nimmt rapide ab. Auf jeden Fall haben wir einen Fireblast auf der Hand. Das heißt, 4 im Kopf und der Bolt sind 7 im Kopf. Das stimmt ziemlich gut. Ich habe Double Force gesehen, Drowning-Loch, Astrolab. Astrolab wird hier nicht gespielt, weil man wahrscheinlich versuchen möchte, das den Monastery umzunieten. Ja, sicher auch so. Das wird aber auch gelingen jetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da gehen Bowls. Das ist ein 2. Fireblast in der Hand. Habe ich gesehen. Nee, sieht aus wie eine Insel, oder? Ah, es ist ein Price. Price of Progress. Oh, der ist gerade wertlos. Ja, ziemlich wertlos. Drown. Ja, da kommt Drown the Loch. Und jetzt wird es für den Burn-Spieler halt schon schwierig. Er brauchte einfach eine 2. Kreatur, die jetzt nicht hat. Das ist eine Uro, oder? Der ist ziemlich gut, glaube ich. Ja, aber mir fällt gerade auf, man hätte hier die hätte man retten können. Die Swift-Spear. Nee, hätte man nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, hätte man nicht. Nein, ist falsch. Ja, dann Doppel Astrolab. Da kommt Gomglide. Der wird gebraucht. Der wird wahrscheinlich einen Force sehen, wenn ich das. Ja. Muss der, ja. Ja, ohne Threads on Board bist du mit 11 Leben gut gegen Burn. 10 mittlerweile. Ja. Aber gerade mit dem Uro auf der Hand, der dann beim ersten Mal reinkommen, dir schon einen Bowl schenkt. Ja. Der kommt auch jetzt. Ja. Man muss halt einfach gucken. Noch ein Basic drin, ne? Ja. Ein Basic ist noch drin, genau. Insel, aber hier wird sich dann effektiv für ein Duel entschieden. Why that? Ich würde mal davon ausgehen, dass man auch so ein bisschen den Price of Progress provozieren möchte. Ja. Dass der Gegner eben denkt, dass er das tut. Ich glaube, hier ist ein Leben zu viel geflossen. Von 9 müsste man auf 12 sein. Ja, 9 auf 12. Ja, und das jetzt Leben zu viel. Ja, genau. Und jetzt hast du erfolgreich provoziert. Ja, genau, das ist genau die Idee. Und damit kann man jetzt halt das Basic fetchen. Genau. Wodurch man jetzt auf eigentlich 9 fallen würde. Ist das, sehen wir jetzt gleich, ob es relevant ist. Ja, genau, das ist tatsächlich interessant, ob das am Ende eine Auswirkung hat. Ja gut, so hat man nächste Runde ein Uro. Definitiv. Das Double Fireblast in der Hand. Das ist nicht gut. Denke auch nicht. Uro Concede, würde ich mal sagen. Dann 2, 3, 4, 5 passt dann auch haargenau. Mhm.
Und dann machen wir einen Astrolab. Genau, ein Astrolab. Und damit kommt der Uro. Und geht man auf 12 im Kopf. Ja. Das dürfte das Spiel gewesen sein. Da kommst du als Burn-Spieler nicht mehr ran jetzt. Nee, ich denke auch nicht. Ich meine, du könntest jetzt versuchen, wirklich, wenn du jetzt Bolt hättest, aber 13 Leben ist halt auch sehr weit entfernt von irgendwie tödlich. Und was du jetzt versuchen könntest, wäre verzweifelt, den Uro abzuholzen und versuchen zu gewinnen, bevor wieder 5 Karten im Friedhof sind. No, das sehe ich aber hier auch nicht. Ja. Genau, da kommt der Attack, Trigger, dann geht Leben 15, hoch, ja. Legt das Land. Nee. Das war's. Ich denke auch. Also da ist noch ein Swords to Plowshares auf der Hand, mit dem man im Notfall sich nochmal 6 Leben machen könnte, wenn es wirklich sein müsste. Was man natürlich nicht hofft. Das ist Nicol Bolas. Und ein Scrubland. Ja, da wird geschaffelt. Aber prinzipiell ist im Moment ja eh so, dass eigentlich Burn momentan nicht wirklich gute Matchups hat. Sehr wenige tatsächlich. Grundsätzlich kann es aber passieren, gerade in diesem Matchup, dass Burn schnell genug ist. Aber das ist sehr, sehr lucky und wesentlich inkonstanter wie viele andere Decks. Ja, genau. Also aktuell ist auch wirklich die Konstanz. Dafür ist einfach zu viel Uro, Oko und andere Live-Gehen im Format. Ja, aktuell auf jeden Fall. Und nicht genug Non-Basics. Und das ist richtig, solange das Astrolab existiert. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, die Gameplays, das hier kommt ja jetzt Sonntag raus, also heute. Und am Freitag diese Woche, wenn das Gameplay rauskommt, müsste Ikoria rauskommen. Und damit könnte man in Burn, wenn man eben hingeht und ein Plateau und 4 Sunbaked Canyon spielt, auch easy peasy noch einen Lurus reinklatschen. Mhm. Weil den Lurus aktuell jeder spielt. Oh, da kommt das Force auf den Fireblast. Ja klar, weil der Fireblast und die Swift Spear sonst den Uro umgeräumt hätten. Mhm. Das war nämlich der Plan hier an der Stelle. Ja, man könnte jetzt noch mal Fireblast auf den Uro. Dann bist du Hellbent. Nee. Ja, aber anders kommt man da eh nicht mehr dran. Ja, ist richtig. Ich denke aber auch, dass man da, genau, selbst wenn man es jetzt macht, gucken, muss ja nur ein Drown Loch kommen. Oder ähnliches. Beziehungsweise man ist ja schon wieder auf 4 Karten im Friedhof. Ja. Dementsprechend kommt würde der Uro einfach nächste Runde wiederkommen. Ich denke auch, das ist sehr schnell, sehr hart gelaufen, nachdem der Uro das Feld betreten hat. Ja, jetzt schwertet er die Dings, ist auch egal. Ja. Genau. Ja. Swift Spear und dann GG. Da ist dann das Konzert, ja. Genau. So, jetzt ist die Frage, was wo gebordet wird. Ich würde mal davon ausgehen, Checkpile nimmt Blue Elemental Blast rein. Sowas in dieser Art hat nicht viel zum Sideboard. Ich glaube, Blue Elemental Blast und den Force auf Negation. Bei Burn ist es schon interessanter mit Red Elemental Blasts. Ja, aber bei Burn habe ich gerade gesehen, was da rausgebordet wurde. Das war schon mal. Also die Goblin Guides rauszunehmen und damit die Threads, die auf dem Board sticken, ist halt echt nicht gut. Sind die rausgegangen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, zwei Stück sind gerade rausgegangen. Das ist meiner Meinung nach falsch gebordet. Das Deck lange nicht gespielt, aber letzten Endes sind die Threads wesentlich wichtiger. Ich hätte jetzt hier einen Fireblast rausgenommen. Ja. Ein Fireblast ist, soweit ich weiß, auch rausgegangen. Und dafür das Fiery, das dritte, die Mastery, mit dem Spell Mastery. Ja, kommt drauf an, welche Version er spielt. Also ich in der Liste, die ich zuletzt gespielt habe oder die ich hier noch gebaut habe, die Philipp auch lange gespielt hat, weiß ich, dass die 4-mal Main drin ist, um die Control Decks zu schlagen. Und tatsächlich ist es 3-mal drin und 1-mal im Sideboard. Okay. Er hat an demselben Tag auch noch einen Deck-Tag gemacht, was gestern hochgekommen ist. Also vor 2 Wochen, vor einer Woche. Mhm. Ja, aber die Threads rausnehmen finde ich hier nicht richtig. Im Gegenteil, du gewinnst das Spiel in der Geschwindigkeit nur, wenn du eine Turn 1 Thread hast. Ja, ich denke ebenfalls. Du gewinnst nicht spellbasiert. Spellbasiert bist du zu langsam. Ja, das ich denke ganz auch, klar. Der Turn 1 Bolt, da will man lieber einen Goblin Guide haben. Genau. Ich meine, hier jetzt mit dem Eidolon, das ist schon nicht schlecht. Ja. Gerade wenn da wirklich kein Force kommt, da zieht man natürlich dann das Force immer die Runde zu spät nach. Ja.
Frage, ob man hier Removal hat. Nee, Discard, Hymn. Die Hymn wäre natürlich auch schön gewesen, wenn man die hätte ohne irgendwelche Kosten. Ich denke, die Hymn habe ich trotzdem gespielt. Hm, da ist ein Swords to Plowshares, was man wahrscheinlich versucht jetzt. Ja, okay, verstehe. Ja, da wird ein Bowl suspended, ein Rift Bowled. Oh, das wäre jetzt schön als Turn 3 Teferi droppen. Ja, das wäre richtig gut. Wir sehen schon wieder zwei Fireblasts auf der Hand. Das ist halt richtig bitter. Ja, davon hätte ich einen rausgebordet, definitiv. Ja. Das ist einmal der Board 1. Ein Lava Spike, ein Fireblast sind schon mal die ersten zwei, die man rausborden kann. Früher war es so, dass du generell einfach die Lava Spikes fast immer alle komplett rausgenommen hast. Und ich hätte hier tatsächlich Price of Progress rausgebordet. Also nicht alle. Ich meine, er boardet vier Karten rein. Ja. Dann nimmt man einen Lava Spike raus, nimmt einen Fireblast raus und dann nimmt man noch zwei, weil letzten Endes der Checkpile-Spieler wird in jedem Fall nicht auf die Duels fetchen. Mm, also und so wenig wie er kann. Und darauf zu spekulieren, dass er eventuell zufällig zwei, drei Non-Basics legt. Also dann gewinnst du das Spiel auch auf anderen Wegen, wenn er sich so color screwt. Sehe ich ähnlich. Genau, hier muss auf einen Basic, auf einen Duel gefetcht werden. Und heraus, dass für die Hymne, ja. Genau. Genau, jetzt hier wahrscheinlich die Hymne. Kein Schwarz. Eine Strix. Okay. Aber auch das ist wieder, um das um den Blast zu... Ja, das ist hier einfach, um die Karte wieder zu ziehen, damit er ja wirklich nur für zwei Schaden spielen kann. Ja. Ja, jetzt resolved der Rift Bolt. Ja, das ist halt schon... Turn 4 auf 10 Leben ist schon... Turn 4, aber auf der anderen Seite, wenn das Burn-Deck Turn 4 auf 4 Ländern liegt, ist halt auch ganz gut gelaufen für den Control-Spieler. Mm. Das ist korrekt. Da ist ein Fetchland. Was ist das? Das ist die Hymne, ne? Da ist ja, jetzt das die Hymne. Hab ich fast gedacht. Und jetzt kommt... Price of Progress, ja, ist klar. Jetzt wird gefetcht. Fetch, ja. Geht gut, jetzt geht man auf 8. Jetzt sind wir schon in der Range. Sind auf jeden Fall 2 Damage. Man kann auf jeden Fall die Insel und den Sumpf damit fetchen. Genau. Definitiv Basics. Dann geht man auf 6 runter. Wenn dann der... Wenn dann ein Fireblast gespielt wird, nur... Auf 2. Auf 2 ist die Frage, ob dann das Force nicht kommt. Fireblast... Ich glaube, da muss das Force kommen. Ja, denke auch. Weil du ansonsten gegen die 4 Karten mit der Spellmastery tot bist. Ja. Und deshalb willst du dich immer über 4 Leben halten. Über 5. Mhm. Das ist das auf der Hand noch. Das ist noch ein Fireblast. Den ich jetzt wahrscheinlich... Den würde ich auch nicht spielen. Also wahrscheinlich würde ich nicht spielen das Ding und heraus, dass man sonst ohne Länder dasteht. Und man dann eine Land plus was ziehen muss. Ja, wird ja auch einfach discarded. Genau, dann Beat für einen. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich denke, man lässt die Strix hier offen gegen die Haster. Das Spiel gewinnst du über Control, nicht über den Damage. Ich denke auch. Ist aber kein Haster. Firecraft. Ich habe eine Firecraft gesehen, ja, die ist ziemlich gut. Ja, die ist nur gut, wenn du jetzt noch ein drittes Land siehst. Ja, wenn er natürlich ein Land sieht. Jetzt kommt die Inquisition. Denke ich doch. Hm? Nicht? Krass. Ich verdenke, man will hier... Rift Bolt Suspend, dann gehen wir auf 2. Ne? Spannend. Ja. Jetzt kommt die Inquisition. Oh, das ist gut. Ja, das war gut, dass die Mars Reader geht. Dann brainstormt. Nur Länder, sinnlos gerade. Fetchen willst du auch nicht, das wird eng. Ja, aber hier muss gefetcht werden, damit man irgendwie vorankommt. Und der Unterschied zwischen 1 und 4, zwischen 1 und 3 ist nicht so krass. Nee, nee. Der Unterschied zwischen 4 und 5 ist sehr relevant. Ja, ja, aber der ist ja schon überschritten. Teferi wäre ja auch gut gewesen. Ja, sehr gut sogar. Auch hier wieder der Angriff. Ich denke, das ist tatsächlich nicht gut. Gerade jetzt nicht mehr auf einem Leben. Jetzt bist du gegen jeden Haster tot. Ups. Ja, ist natürlich richtig widerlich, wenn man einfach nichts mehr casten kann. Da ist das Force, aber das hätte man auch nicht mehr casten können. Doch, das kann man noch hardcasten. Ja, hardcasten geht natürlich noch.
Ach stimmt, ich meine, das Wort hier Hardcast könnte ich. Das war Negation, Force of Negation. Mhm. Das könnte man nicht mehr casten. Doch, das hätte man nicht mehr casten können, ist korrekt, weil es drei Mana kostet. Weil es kostet, man einfach zwei Damage dafür bekommt. Ja, ja, Abrupt Decay auch. Ja. Ja. Das ist korrekt. Aber man hätte das Force of Will von der Hand, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, auch einfach hardcasten können, damit versuchen können, eine Runde zu überleben, aber ich denke nicht, dass es relevant ist. Ja, aber ich würde es auch trotzdem machen, weil so bist du Lethal on Board oder so. Ja. Ja, da war man wahrscheinlich zu sehr darauf fixiert, dass man Force im Zone spielt, statt für 5 Mana. Das passiert tatsächlich sehr, sehr vielen Spielern. Ja. Gut. Deshalb auch immer so die Diskussion, wie viele Landdrops mache ich mit dem Control-Deck. Ja. Natürlich gegen Burn noch relevanter die Diskussion, wie jetzt im normalen Spiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber auch ansonsten versucht man eigentlich immer erstmal auf 3 und danach auf 5 Länder zu kommen. Und dann wiederum auf 7 für Snapcaster, Hardcast, Force. Force, ja genau. Erstmal brauchen wir wieder 5 für Snapcaster, Force of Negation. Ja, ja, ja. Nee, aber grundsätzlich, das Matchup ist, glaube ich, ganz okay für Jackpile. Ja. Hier haben wir jetzt von Burn eben schon so funktioniert. Mulligan, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Das sieht man natürlich schon mal gerne. Mulligan von Burn ist gut. Aber hier merkt man natürlich, dass es durchaus ein Unterschied zwischen dem 5-Color-Checkpile und dem anderen 5-Color-Control-Deck. Ja, auf jeden Fall. Dass durch wesentlich mehr Basics wesentlich souveräner agieren können. Mhm. Das war anscheinend doch kein Mulligan. Das ist halt hier die grundsätzliche Frage, wie gut schwarzer Discard eben gegen Burn ist. Gegen Burn geht es einigermaßen. Es gibt andere Matchups, da ist der wesentlich schlechter. Wie zum Beispiel sowas wie Matt oder Big Eldrazi oder sowas. Gegen Burn ist es, glaube ich, negativ, dass man eben wesentlich weniger am Board spielt. Also, nee, wesentlich mehr am Board spielt und weniger reaktiv spielt, denke ich. Mhm. Ja, wobei auf der anderen Seite die alten UW-Control-Listen ja gegen Burn jetzt auch nicht gerade wirklich so gut waren. Mhm. Es sei denn, sie droppten in Turn 3 Mentor, der dann gute Hand. Protect ist. Was ist das? Price of Progress. 2 Price of Progress, ein Fireblast und ein Mountain. Stellt sich auf der anderen Seite und die Frage. Ein Bolt, okay. Stellt sich auf der anderen Seite eben die Frage, was er hätte anders halten wollen, wenn er eh schon auf 6 gegangen ist. Auf 5 gehen mit Burn ist dann auch wieder schwierig. Ja. Ja, da kommen 3 Damage. Dann müsste. Ah, Swiftspear nachgezogen, die war eben nicht auf der Hand. Nee, das ist ziemlich gut. Die hätte man wahrscheinlich auch discardet in dem Moment. Ja, Fetch 14. Fetch Basic wahrscheinlich, oder? Jetzt braucht man grünes Mana. Ja, braucht man grünes Mana. Für Uro oder Oko. Da waren jetzt noch 2. 2 Price of Progress und Fire Blast. Da kommt ein Oko. Oko ist ganz gut gegen Burn, habe ich gehört. Ich habe gehört, 3 Leben jede Runde ist verdammt gut gegen Burn. Ja. Aber ich denke, der wird jetzt sterben. Dabei aber die Hand des Burn-Spielers fressen. Oder die Länder. Meinst du? Ja, man kann jetzt halt. Ja, gut, der Burst of Progress ist relativ sinnlos gegen den Oko. Das ist korrekt. Ja. Seit der Regeländerung. Von vor mittlerweile 2 Jahren, glaube ich. Das ist auch schon. Sehr, sehr lange her. Jetzt kommt der Price of Progress, Trigger. Ja. Price of Progress, 2 Damage, gibt man auf 14. Schon nicht so wenig. Ich vermute mal auch, dass der Price of Progress hier gespielt wurde, um halt was zu spielen, vielleicht einen Force zu ziehen. Da ist ein Theory auf der Hand. Und ein Swords to Plowshares. Ja, Fire Blast auf den Oko. Trigger. Dann geht der Swiftspear hoch und haut den Oko tot, ja. Ja. Aber das sind halt auch Ressourcen ohne Ende vom Burn-Spieler. Die Ressourcen. Anzahl auf der Hand des Control-Spiels ist viel höher. Ja. Da ist ein Drown-Loch und Swords. Man könnte hier. Ja, hier kann man Schwertern und anschließend noch ein Drown-Loch casten für den. Schwerter müsste man aber für fetchen, auf ein weiteres Duel. Das macht nichts, glaube ich. Auf der anderen Seite kann man ja hier abwarten, wie viele Spells eben gecastet werden. Jede Runde 1 Schaden durch die Swift Spears vernachlässigbar. Ja, ich denke auch. Gut, jetzt doppelt weit fetchen ist natürlich wieder schwieriger. Du willst am liebsten jetzt ein Fetchland für das
dritte Basic haben. Hm, damit du eben den Damage von dem Price genau, of Progress. Und das ist auf der Hand noch eine Volcanic Island, die ist total nutzlos in dem Match. Ja, tatsächlich. Auch kurzzeitig am Überlegen, ob ich sie rausboarde. Jetzt wird es halt auch gefährlich. Jetzt kannst du halt mit Price of Progress into Fireblast ziemlich herben Damage anrichten. Bis zu 8 Damage plus der Swift Spear mit 3. Es wäre tatsächlich lethal, wenn man jetzt nicht gerade gegen eine Force of Will Deck spielen würde. Gut, auf der anderen Seite kann man fetchen gehen. Ja, aber selbst mit fetchen bist du auf mindestens 4 Damage, Elf, wenn man einen Fail-to-Fail macht. 9, 2. Du kannst einen Basic und einen Fail-to-Find machen. Dann bist du bei 4 Schaden insgesamt. Ja, 4 Schaden vier, plus Fireblast sind 8, ja, plus 2x sind 11. Also ja, theoretisch wäre man hier Liefel. Gut, wir haben jetzt natürlich die Informationen über Drawn-Loch. Man könnte auch gucken, ob man hier nicht tatsächlich das Price of Progress ein bisschen versucht zu baiten, indem man jetzt wirklich Fetch auf weiße Quelle macht für Swords to Plowshares. Also man muss ja hier davon ausgehen, dass er irgendeinen Müll auf der Hand hat, weil jedes andere, jede Kreatur hätte er jetzt gelegt. Ja, Kreatur oder auch die anderen Burn-Spells wären sehr schnell geflogen. Also ich glaube, hier wird auch sehr viel getellt durch die Plays. Auch etwas, was ich an Paper Magic aktuell sehr hart vermisse, da man das auf PC nicht Seite sieht. Ist hier die ist hier nicht End of Turn das Food Token geknackt worden? Das hätte ich geknackt. Um die zusätzlichen 3 Leben und das Mana dann nächste Runde frei zu haben. Ja. Ich meine jetzt schon 2 Runden, die das da unbenutzt rumliegt. Ja, grundsätzlich glaube ich, ist das aktuell halt eher zum Vor allem wäre der Bait jetzt hier sehr, sehr gut, indem ich auf weißes Mana fetche, damit 2 Basics, Non-Basics habe, dann Schwerter die Swift Spear und provoziere somit dann, wenn denn dann auf der Hand ist, dann Price of Progress. Gut, das wird jetzt passieren, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe wahrscheinlich. Ja, wobei der Price of Progress jetzt nicht mehr gecastet werden kann, da man nur noch mit auf der Burn-Seite nur noch mit einem das ist richtig. Mana arbeitet. Aber hier muss man auf jeden Fall als Burn-Spieler schauen, dass man da irgendwie jetzt durchkommt. Der Swift ist im Exile. Das ist richtig. Jetzt wird der Food geknackt, um wieder irgendwie ein bisschen relevantes Leben zu haben. Ist ja gut. Genau. Einfach aus dem und heraus auch, oh, vor so viel eine gute Karte, wenn man der weiße Segen der Fireblast auf der Hand hat. Denke, der Teferi wird auf der Hand bleiben, bis er irgendwie einen suspendeden Spell frisst. Weil er ansonsten vergeudet ist. Ja, ist halt 3 Mana, zieh eine Karte, ist halt nicht unbedingt das, was man in einem in diesem Matchup haben möchte eigentlich. Korrekt. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja, aktuell ist uns tatsächlich so ein bisschen anstarren. Mhm. Ja, aber das ist das klassische Problem von Checkpile. Das es auch vorher schon hatte. Hardcast Force of Will, ja, ist ja sehr gut. Damit immer noch Drown in the Loch frei, um jetzt gleich effektiv einen Planeswalker zu droppen und Protection zu haben. Ja, ist die Frage, was der Gegner jetzt tut, weil wenn der Gegner jetzt. Ja, auf der anderen Seite gibst du ihm nach dem Anstarren jetzt keinen Liefel. Nein. Also zumindest kann ich mir das unschwer vorstellen. Ich kenne ja Spieler, die das bringen würden. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, muss der Teferi kommen, weil man wahrscheinlich hier auch keine Counter-Backup mehr hat. Mhm. Ja, das Drown in the Loch muss noch da sein. Aber mit 4 Non-Basics brauchst du dies jetzt auch. Ja, ja, das ist halt der Nachteil. Wenn ich jetzt so sehe, ist auch die Frage, ob man da wirklich jedes Land droppt, was jetzt bisher gedroppt wurde. Ich denke tatsächlich nicht. Wie gesagt, sowohl die Volcanic als auch eins der Fetchländer locker auf der Hand behalten können, das ist ein Problem. Es muss gekontert werden, weil wenn das am Board zu lang stickt, man ein Problem. Jetzt möchte man einen Oko oder einen Oko ziehen. Ja. Das sieht nach Brainstorm aus. Mhm. Inquisition tot, Fetchland tot, definitiv. Ja. Die werden beide wegkommen, denke ich. Ja.
Auf der anderen Seite ist die Frage, ob man jetzt, wenn der Gegner nur noch einen Mana hat, nicht die Inquisition spielen möchte. Vielleicht sogar man im weiß Draw ja von dem Fire Blast. Land. Ist korrekt. Du sagst nur noch, wie Sorcery spielen. Ne? So. Okay, hier ist tatsächlich der End of Turn. End of Draw Step. Inquisition, wie ich gesagt habe, genau. Darauf kann halt auch nicht reagiert werden. Ich glaube, es ist aber ein Land und ein Fire Blast, dementsprechend irrelevant. Aber nett gedacht, aber ein Miss. Den kann man nicht discarden. Ich habe aber noch einen Force of Negation auf der Hand jetzt gerade gesehen. Okay. Ist nicht schön, das Ganze hier. Auf der anderen Seite jetzt eben sehr gefährlich hier. Ja gut, was will man jetzt hier machen? Will man den Fire Blast spielen und dann nächste Runde eben die relevanten Spells, die nicht gecountet werden können, nicht mehr spielen können? Oder eben nicht? Der Teferi verändert jetzt hier das Play schon ziemlich. Genau, weil man eben nicht Reaktion auf Reaktion spielen kann. Ich denke, das ist hier auch die Überlegung. Meiner Erfahrung nach ist Burn jetzt gerade in der Situation, wo es eine Menge Länder zieht. As always, ja. Ja. Allein ein Grund deshalb, ein, zwei Sunback Canyon selber in die Liste aufzunehmen. Ja. Insbesondere, weil ja die Fetchless-Burn-Listen eher so der Trend waren, um gegen gegnerische Burn-Decks zu gewinnen. Etwas, was einem außer in der ersten Runde auf dem großen Turnier gegen die ganzen Anfänger relativ selten passieren wird, weil einfach Burn so unkonstante Meta-Aktuell ist. Plus eben die Ur-Delver damals. Hier wird schon wieder ein Landdrop gemacht. Mutig, ja, der Kollege. Ist vermutlich nach dem Motto, ist eh vorbei, was das angeht. Mache ich einfach mal. Da ist jetzt die Frage, kontert man das oder nicht? Man weiß ja, dass nur ein Fireblast auf der Hand ist, sonst hat er keine Karten. Ein Counter ist nur auf der Hand. Sicherheit, ich habe dich noch gefickt. Ja, so langsam braucht man Karten, die Lebenspunkte geben. Dann. Ja. Angriff, Teferi, Bounce, Strix, Play Strix. Ja, zwei Handkarten. Ich ganz gerne minus 3 und E-Bounce. Hand ist eine Karte durch E. Ich denke, das ist hier wichtig, einfach nur um wirklich dran zu kommen. Wieder Landdrops. Dann. Ob man wirklich jetzt sowas wie ein Oko oder Elms halt jetzt gegen die Links. Das ist ein Goblin Guide. Das ist ein Price of Progress. Wenn ernsthaft? Ja. Tatsächlich. Gut, der ist ein Must-Counter. Hier kann man eben Hardcast Force of Negation machen. Da muss man ja auch. Ja, ich denke schon. Ja. Hardcast, Force of Negation. Und dann behaupte ich mal, hat man noch Snapcaster into Drawn in the Loch auf der Hand. Mm. Sonst wäre hier der Friedhof nicht so angeguckt worden. Ja, ich denke auch. Um das Mana entsprechend zu tappen. Man braucht nämlich dann jetzt das, kann jetzt einfach ein blaues Mana fetchen. Kann ich nicht spielen. Ja, in Drawn in the Loch, in Counter, das wäre natürlich schon nicht so schlecht. Gerade weil es den Gegner jetzt dann auch gerade in dieser Situation von zwei weiteren Ländern abhält. Genau. Auch hier relevant, dass der Price of Progress eben exiled wurde. Aber du kannst jetzt wieder instant spielen. Also jetzt ist natürlich wirklich die Frage, was macht man im Moment? Ob man da im Moment bleibt oder eben weiterspielt? Ich denke, ich hätte es als Burn-Spieler versucht. Einfach nur, weil ein normaler Boot hätte reichen können. Du verlierst das Spiel ansonsten. Genau. Gut, hier passiert jetzt sowieso. Ist halt jetzt, wie gesagt, es ist jetzt genau die Frage, ob man es jetzt macht oder nicht. Nee, okay, es wird abgeworfen, das heißt, man will unbedingt auf die 3-Mana-Version gehen. Da hat man Bolt, sehe ich das richtig? Ja. Was ist das? Das ist ein Rift Bolt. Okay. Dann kommt ein Drown-Loch. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, was ich gerade eben in der Hand gesehen habe, ist da noch ein Snappy. Ja, den haben wir ja gesehen, dass der für Drown in the Loch noch da ist. Ja.
Insofern war das Play, den Riftbolt nicht zu den Fireblast nicht zu spielen, ja auch vollkommen korrekt hier an der Stelle. Ja. Da ist noch ein Prize of Progress auf der Hand. Mhm. Den natürlich als Instant spielen kann. Hier wird natürlich jetzt, was sehr interessant ist, auch gemacht, man stackt Karten auf der Hand. In der Hoffnung, also nicht in der Hoffnung, sondern in dem Wissen, dass der Gegner wahrscheinlich ein, maximal zwei Karten countert. Genau. Und die versucht man dann in einem Zug durchzukriegen, gerade wenn man halt so weit schon im Spiel fortgeschritten ist, ist es oftmals eine sehr gute Taktik für Burn. Ja, ich kenne da jemanden, der kann das leider ziemlich gut. Ja, ich habe auch gehört, er ist leicht mit dir verwandt. Tendenziell möglich. Er ist vielleicht 13. Force auf das Price. Was macht man hier gegen den Swift Spear? Fetchen, Snapcaster, Schwert. Oh mein Gott. Ja gut. Ist man halt auf ein Leben? Die Fetchener sind damit tot. Hier sind wir wieder beim Thema Angriff mit der Strix, gut oder nicht? Ja, ich denke tatsächlich, dass man mit der Strix nicht angreift im Moment. Aber... aus Fehlern lernt man. Ja, tatsächlich. Wenn man bereit ist, diese Fehler zuzugeben. Das ist das Schöne tatsächlich an der nicht so schwarzlastigen Liste mit mehr Basics, die dann auch meistens die Kotl noch als Flash Instant spielen kann. Genau. Das ist dann hier schon durchaus relevant. Wieder mit allen rein. Ja. Ich denke, man hat hier einfach, weil man hier nichts findet, was... was Leben macht, kann man da was machen. Gut, da ist natürlich noch was zum mit Abrupt Decay und so weiter zum Kämpfen. Aber das Firecraft kann man nicht kontern. Gut, das wäre das soweit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.